Hallo und willkommen zurück zu Tropico 5 Waterborne. Und in dieser Mission wollen wir rausfinden, wie tief der Ozean ist. Ja, von Wasser bis zum... Nein. Wir sollen versuchen, die schwarze Perle zu verkaufen und herausfinden, was dann passiert. Ja. Okay, ja, ich okay, wie auch immer. Wir spielen auf Costa Maldecido. Maldecido, ja, genau. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, weil ich schon genug Schmarrn jetzt gerade geredet habe. Genau. Na? Man könnte sagen, dass ich Glück hatte, dieses kleine Weltwunder auf dem Boden des Meeres zu finden. Was sie nicht wissen, ist, dass ich mein Glück selbst in die Hand nehme. Darum ziert die schwarze Perle jetzt meinen Schreibtisch. Und absorbiert leise das Licht der Kerzen. Wie viel wäre Ihnen dieser sagenhafte Schatz wert? Kein Preis ist zu hoch dafür. Es könnte jedoch schwierig werden, jemanden mit dem nötigen Reichtum zu finden. Meine wunderschöne schwarze Perle, mein Schatz, mein Ein und Alles. Ich würde alles für dich tun. Würdest du mir alles geben, was ich will? Ja, also ich glaube, El Presidente oder auch die wir schwarze sind Perle verliebt. Zu verkaufen hat sich als viel schwieriger herausgestellt, als ich dachte, alter Freund. Niemand kann solch ein Vermögen ausgeben, wenn die Welt am Rande der Zerstörung steht. Weder die globalen Supermächte, die Illuminaten, die Freimaurer, die Templer, noch irgendein anderer potenzieller Käufer ist interessiert. Ich glaube, wir müssen unsere Suche fortsetzen. Ja, das glaube ich dann auch. So. Wir sind mittlerweile hier auf dieser Insel angekommen und wenn ich das richtig sehe, schon bereits in der nächsten Zeit, also in nicht mehr Kolonialzeit. Alle Bürger, passt. Wir machen uns wieder ein bisschen schwerer mit nicht nur Reiche, sondern alle, nachdem wir auf nicht die mehr auf dem größten Schwierigkeitsgrad haben erklärt, dass sie spielen. Für Frieden, Tugend, Vergebung, Liebe und christliche Werte stehen. Sollten sie Surfen hinzufügen, bin ich mit von der Partie. Ja, das klingt auch noch ein Plan. So, wie sieht das denn jetzt hier mal aus? Scrollen wir mal kurz ein bisschen raus. Und schauen uns hier mal ein bisschen um. Ja, also wir haben auf jeden Fall sehr wenig Platz für Landwirtschaft. Das heißt, da wird wahrscheinlich nicht viel gehen. Wir haben allgemein nicht wirklich viel Platz, weil hier und hier mal ganz schön viel Platz weggenommen wird durch den Stein. Das heißt, nur hier eigentlich. Okay, das heißt, ich würde sagen, die ganze Produktion oder sonst was kommt mir ein bisschen in die Richtung. Und alles, was mit Wohnung und Unterhaltung zu tun hat, kommt eher hierhin. Ja, so wird das gemacht. Und das ist ein bisschen nervig, dass man die Straßen nicht genauso lang bauen kann, wie man will. Naja. So, hier auch nochmal ein bisschen weiter. Und hier sieht das dann vielleicht ganz nett aus. So, hier rüber, hier runter, da wird jetzt unser Wohnviertel gebaut. Fangen wir doch mal an mit einer Mietskaserne und einer zweiten daneben. Dann ein kleiner Laden, eine Klinik, eine Kirche und dann drücken wir mal auf Weiter. Was haben wir denn? Wir haben Mais, okay, der nicht sonderlich ertragreich ist. Einige von euch kennen unseren Geliebten. Herr Präsident, ich bin enttäuscht, dass Sie mich nicht um Rat gefragt haben. Sie müssen dem Experten vertrauen, nicht einem alten Narren mit Ansichten des 18. Jahrhunderts. Ich habe soeben eine zwielichtige, aber vermögende Organisation gefunden, die großes Interesse hat, die schwarze Perle zu erwerben. Wie es sich für eine zwielichtige Organisation gehört, lehnen Sie es ab, persönlich zu verhandeln. Verhandeln. Stattdessen verlangen sie von uns, dass wir die Verhandlungen hinter dem Schleier gewöhnlicher ausländischer Höflichkeiten verbergen. Heute aber. Also, wir sollen entweder die Achsenmächte oder die Alliierten preisen und bekommen 20.000 als Anzahlung. Ja, das klingt doch gut.
Reisen wird nur noch ein bisschen kompliziert, weil wir brauchen da erstmal irgendwas. Die Forschung, vermute ich. Ja, Technologie, genau. Und bevor wir hier anfangen mit Großtechnologie und sonst was, brauchen wir auf jeden Fall Geld. So, wie machen wir Geld? Jetzt schauen wir mal nach Plantagen. Tabak. Ja, Zucker würde auch... Da, Zucker sieht hier echt gut aus. Wenn wir direkt das nutzen und hier Zucker anpflanzen. Und... Kaffee. Hinten mehr. Ebenfalls Tabak. Gut, dann lassen wir das erstmal. Und machen lieber so lustige Sachen wie Austernfarmen. Die haben ja doch recht gut Geld gegeben. Dann machen wir da drei. Und haben dann unsere erste Einnahmequelle. Ja, passt schon. Gut, das Schöne ist, die wurden sofort gebaut. Das heißt, die werden uns dann auch recht bald Geld geben. Und ich drücke mal auf schneller, weil wir nur warten. Viele Leute beschweren sich darüber, dass sich die Priester rar machen. Ich sündige links und rechts und habe meine Missetaten schon lange keinem muskulösen Geistlichen mehr gebeichtet. Meine spirituellen Bedürfnisse nagen an mir. Ich brauche Rettung, junge Priester. Ja, die Kirche entsteht ja auch, also kein Stress. Präsidente, ich bin heute einem seltsamen Typen am Hafen begegnet. Er roch nach Fisch und versprach... Ja, das kennen wir schon von der letzten Mission, genau. ...mit uns zu teilen, wenn wir ihm ein Boot kaufen würden. Ja, also irgendwie Fischtrawler und dann kriegen wir 25 Leute auf die Insel. Wie teuer war denn der? Ja, ich würde sagen, wir warten noch mal ein bisschen, bis hier die ersten Perlen liegen. Und schauen mal, ob wir die auch... etwas teurer loswerden können. Sieht aber nicht danach aus, das ist schade. Was haben wir hier? Bauxit, Eisen. Das heißt, mit Eisen ließe sich auf jeden Fall schon mal Geld verdienen. Die Leute mögen uns zumindest jetzt schon mal, das ist auch nicht schlecht. Und wir haben Perlen im Ausgang, wunderbar. Das heißt, ab jetzt geht's dann so langsam los. So, jetzt können sie auch nicht mehr ganz verhungern, weil wir einen kleinen Laden haben. Auch immer eine schöne Sache. Kirche ist auch am Bauen. So langsam läuft's ja. So, Schiff sollte kommen. Da kommt's. Klinik ist schon fertig. Wunderbar. Kirche dann auch gleich. Dann sollte man noch natürlich für Unterhaltung sorgen. Perfekt. So, und zwar ein Restaurant, genau. Das bauen wir hier hin. Und vielleicht noch eine Taverne. Hier schön ans Wasser. Da. Schauen wir mal, ob sich der Handel gerade ein bisschen ändert. Sieht aber nicht danach aus. Ich hoffe mal, die haben die Perlen nicht vergessen. Das wäre peinlich. Hey, die Alliierten haben uns Geld überwiesen. Dann können wir jetzt doch den Fischtrawler bauen. So, wo muss ich den denn bauen? Benötigt Fischvorkommen. Hier oder was? Okay. Dann haben wir jetzt einen Fischtrawler. Und wir kriegen jetzt 25 Leute auf die Insel. Hier ist es zumindest. Schauen wir mal. So, das Restaurant ist auch gleich fertig. Dann ist auch die Zufriedenheit etwas besser. Dann hätten wir den Start schon mal einigermaßen hingekriegt. Perlen bringen uns Geld.
War noch nicht so viel, aber ich meine, es ist immerhin noch nicht das teuerste Gebäude. Dann können wir, sobald wir wieder ein bisschen Geld haben, mal anfangen zu forschen. Kommt auch schon ein Schiff. Mit einer sehr komischen Route. Präsident, mein Freund, der Fischtyp, ist so witzig. Er will, dass viele Fische seinen Meister aus seinem tausendjährigen Schlaf wecken. Was für ein Quacksalber. Ich weiß nicht, wer der Meister von diesem Fischtypen sein soll. Er würde jedoch für die Fische zahlen und uns auch noch eine Kleinigkeit zusätzlich geben, sobald die Arbeit erledigt ist. Hallo? 10.000 für 3.000 Fisch? Ja, damit. Angesichts der Nachricht, dass unsere Bevölkerung nun 100 Insulaner erreicht hat, macht es mich traurig, dass es mindestens zwei Leute in Tropico gibt, die noch nie einen Fuß in die Jolly Roger gesetzt haben. Ihr zwei brecht mir das Herz. Habt ihr mich denn gar nicht lieb? So, dann die Bibliothek. Und eigentlich gleich eine Highschool hinterher, aber... Geld und so. Wie sieht das eigentlich aus? Fischst du schon fleißig? Oh, 4200 im Ausgang. Ist wahrscheinlich nur etwas weit weg. Aber da kommt der Transportbüro Fuzzi auch schon angefahren. Wie viel kannst du denn mitnehmen? Tausend, okay. Das ist ja doch viel. Das heißt, da kommt wahrscheinlich gleich der Neueste, ja, tatsächlich. Naja, ist jetzt erstmal nicht mein Problem, aber forschen sollten wir. Wir fangen direkt an mit den Botschaften, weiße Fahne und sonst was, kommt hinterher. Nee, andersrum, das war ja die weiße Fahne, genau. Damit wir die Botschaft bauen können. Und jetzt sollte Fisch exportiert werden, genau. 3000 sollten wir ziemlich schnell haben, ich meine, hier liegen ja schon 5000. Okay, der produziert krass viel Fisch. Monatliche Produktion 700. Sehe ich das richtig? Der... Was? Ach du Schande. Der macht die Fischvorkommen platt. Das ist ja... Das ist ja fies. Okay. Der arme Fisch. Naja, wir haben Geld. Wir bauen eine Highschool. Dahin. Damit wir ein bisschen ausbilden können. Forschen tun wir schon, oder? Yep. Und dann... Würde ich fast gern die Stadtentwicklung aktivieren, aber haben gerade eh nicht genügend Geld. Dann lassen wir das. Präsident, Bildung ist wichtig. Warum schauen Sie mich an? Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich nicht von der... Shit. ...auf einer der besten Universitäten der Welt gegangen wäre. Das ist gerade ein bisschen blöd. Wir haben nicht so viel Geld. Also Harvard wäre natürlich toll. Aber sollen wir das riskieren? Sind wir in minus 17.000. Da müssen wir ewig warten. Wir gehen auf die Magdan Staatsuniversität. So, los geht's. Und apropos, Familienmitglieder. Wir haben nicht genügend Geld für den Stufenaufstieg. Wie viel hatten wir? 2000. Das heißt, wir sollten direkt mal die Baugenehmigung aktivieren. Damit wir ein bisschen was sammeln für unser Schweizer Nummernkonto. So, Fisch 2000 im Ausgang. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn der Dampfer anlegt, haben wir die Aufgabe erfüllt und kriegen 10.000 dazu. Yay! Der macht echt den Fisch platt. Ist ja fies. Wobei er jetzt natürlich ewig braucht, bis das alles abgeholt wird und deswegen langsamer arbeitet. Na, meinetwegen. Wenn sich der Fisch wenigstens
erholen würde. Aber nein. Oder erholt er sich sogar? Ich habe keine Ahnung. Ja, es sind genügend Fischvorkommen, glaube ich, da. Da ist tatsächlich Fisch da. Das heißt, er fischt es nicht ab, sondern er fischt dann irgendwann weiter. Okay. Dann ist das ja okay. So, jetzt haben wir Geld. Was ist denn hier gerade passiert? Ah, wir haben die 10.000 bekommen. Daher. Wunderbar. Die sollten wir dann direkt investieren. In die Stadtentwicklung. So, Mietskaserne 1800. 1, 2, 3. Moment, die kostet normalerweise 3000 irgendwas. Wir haben 7000 ausgegeben. Das heißt, wir müssen jetzt mindestens Gebäude im Wert von so viel bauen, damit sich's gelohnt hat. Glaube ich. Irgendwie sowas. Also bei der 6, glaube ich, hat sich schon gelohnt. Ja. Und. Ja. Die Tropikaner erwarten Wahlen. Ja, natürlich. Mein Volk liebt mich. 12 Familien, also insgesamt 24 pro Wohnung. 24 durch 100. 100 durch 24 ist ungefähr 4. Das heißt, die 4 sind 100. Ja, es könnte reichen, dass wir keine Obdachlosen haben. Mr. President, meinen Berechnungen zufolge. Luxusunterhaltungsgebäude ist okay. Rumdestillerie, jetzt wird es langsam interessant. Was gab das hier? Ruf bei Kapitalisten. Präsident, okay. Unsere Matrosen sind anscheinend auf die versunkene Stadt namens Rlöhe gestoßen. Wir sollten jemanden schicken, der sich mit den Einheimischen trifft. Hey, sieht so aus, als ob das die Heimat vom Fischtypen wäre. Es sind hier noch weitere Fischtypen zu sehen. Ich habe mich mal umgehört und erfahren, dass ihr Präsident Cthulhu heißt und er gerne ftankt. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber es hört sich nett an. Wen sollen wir für die diplomatischen Gespräche in die versunkene Stadt Relay schicken? Entweder Penultimo, Familienmitglied kann man nicht schicken, oder Charaktere aus Tropico 4. Jetzt interessiert mich, wer das sein... Eigentlich würde ich Penultimo schicken, aber jetzt möchte ich wissen, wen man da schicken kann. Ja, sehen wir dann, wer es wurde. Wie sieht das eigentlich aus bei der Highschool? Ja, es wird ausgebildet. Zwar nicht viel, aber immerhin. Hier ist voll. Ist auch voll. Wunderbar. So, wir haben wieder Geld. Dann werden wir mal direkt die... Rumdest... Ach du, 19.000. Zucker haben wir ja, genau. Irgendwas Neues beim Handel? Nö. Wie lange dauert es denn noch? Ein Monat! Dann können wir endlich die Ding bauen. Oh Mann. Botschaft, so heißt sie. Oh. Miss Ananas war von den Fischmenschen und ihrer Rechtschreibung sehr geschockt. Zum Glück hat sie auf dem Rückweg ein paar Matrosen getroffen, die sie aufheitern konnten. Sie hat Folgendes über die versunkene Stadt Rayleigh gesagt. So viele Buchstaben und alle an der falschen Stelle. Ich werde mich dort nicht mehr blicken lassen. Sie konnte jedoch neue Freunde gewinnen, wodurch wir neue Handelsmöglichkeiten haben. Also zwei kostenlose Schmugglerhäfen. Ja, die bauen wir doch dann gleich mal. Eins. Zwei. So, und das Ganze noch mit einer Straße Platz, verbinden. Ja. Oh. Welcher Idiot kam eigentlich auf die Idee, das hinter den Häusern zu machen? Ach, das war ich.
Der muss weg. Das dachte ich. Jetzt bin ich gespannt, ob ich es dann nochmal kostenlos bauen kann. Nein, natürlich nicht. Ah. Naja, egal. Residente, wir konnten... Wunderbar, wir haben... Wir haben die Botschaft freigeschalten. Oh Mann, das glaube ich geht echt in die Folge ein der größten Wortverirrungen. Bauen wir dann direkt. Schauen wir mal, ob das meine Bauleute auch so sehen. Oder, na, die werden wahrscheinlich erstmal den Schmugglerhafen bauen. Aber immerhin. Einen haben wir ja bekommen. Ist zwar ein bisschen peinlich, aber mei. Wir haben die Chance, den. Kein Wahlbetrug. Rum. Nee, haben wir nicht. Perlen! Hier! Teuer. Raus damit. Und die Alliierten überweisen uns Geld. Müssen wir mal schauen, bevor wir jetzt irgendwen unüberlegt preisen. Wie sieht's denn hier aus? Die finden uns nicht ganz so schnieke, aber jetzt auch nicht das gefährlich. Wunderbar, wir haben gewonnen. Das heißt, wir sollten trotzdem eine zweite Botschaft bauen. Für die anderen auch noch. Dass die uns zwar vielleicht jetzt nicht toll finden, aber jetzt auch nicht gleich total hassen. Und hier werden die Perlen exportiert. Sehr schön. Das wird hoffentlich teuer. Ja. So, Luxusunterhaltung. Richtig. Einmal antike Ruinen. Die habe ich nämlich vorher irgendwo gesehen. Oder war das... War das hier irgendwo... Da waren sie. Na, okay. Sehen wir noch nicht. Und ich möchte irgendwie gerade noch keinen... Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Ja, kein Expertenteam da. Expeditionsteam losschicken. Genau, ja. Der ist zurückgekommen. Wunderbar. Yay. Ja, hat er nicht viel gemacht. So, dann laden wir die Achsenmächte auch noch ein. Was sie dann wieder etwas toller finden. Die natürlich nicht, aber mei. Und dann preisen wir sie mal. Alles ist festgelegt. Die Perle ist auf dem Weg nach Europa, wo sie unserem Partner übergeben wird. Wir erhalten das Geld, sobald es in Europa angekommen ist. Das Geld? Hey, aber auf jeden Fall haben wir 20.000 bekommen, mit denen wir sofort die Rumdistillerie bauen. Dahin. Gut, Luxusunterhaltung, dann bauen wir halt das Opernhaus. Direkt in die Mitte rein. Macht sich sicher gut da. Können wir hier was verbessern? Ja! Mehr Forschungspunkte, her damit. Ja, komm, dass die Perlen nicht mehr normal ausgeliefert werden, kriegen wir deutlich weniger Geld. Aber da kommt ja noch ein zweiter Frachter und der bringt dann hoffentlich umso mehr. Bleibt da? Ich glaube, ich höre ihn. Da kommt er. Wunderbar. Und die Rumdistillerie ist fertig. Wo wir direkt anmachen, dass sie weniger Ressourcen verbraucht. Da sollte nämlich gleich genügend Geld kommen. Es kommt erstmal ein Speichern. Verflucht nochmal! Eine Herde wütender Narwale hat unser Schiff auf dem Weg nach Europa angegriffen.
Das Schiff ist gesunken und die schwarze Perle wurde von einem riesigen Fisch verspeist. In den nächsten paar Monaten brauchen Sie mich nicht zu rufen. Ich werde gegen meine Depression ankämpfen, indem ich Leute hinauswerfe und Löhne kürze. Hilft auch nicht weiter. Naja. So ist das halt. Apropos, ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich mal ein bisschen um Sicherheit zu kümmern. Vielleicht hier oben. Und auf jeden Fall mal hier ein Wachturm. Und da macht sich auch einer gut. Einfach nur mal, um nicht plötzlich überrascht zu werden. Weil irgendwie hatte ich gerade bei Angriff an Piraten gedacht und das muss jetzt gerade nett sein, dass wir überfallen werden, weil sie denken, hey, wo eine Perle ist, ist sicher auch eine zweite. Kalt. Präsidente, in Übereinstimmung mit Paragraph. Ja, genau. So. Obligatorische Wahlen. Glückliches Kindheit. Wobei. Das passt schon. Und das passt das auch. Das war's, Präsidente. Wir können einer solch offensichtlichen Kriegserklärung des Ozeans nicht tatenlos gegenüberstehen. Wir müssen zurückschlagen und den Ozean mit einer Flotte Fischtrawlern drohen. Aha. Wenn uns der Ozean unsere schwarze Perle nicht zurückgibt, müssen wir unsere gesamte Stärke aufbringen, um sie zurückzubekommen. Mit zwei Fischtrawlern. Mhm. Ja, dann bauen wir doch mal den zweiten gleich noch. Präsidente, ich zittere, Sie zittern. Zumindest, sobald das Erdbeben vorbei ist. Das Erdbeben ist vorüber. Wir leben noch. Zeit, über mein Leben und meine Entscheidung nachzudenken. Wie bitte die Highschool fertig. Ist draufgegangen? Das ist ja nicht gut. Okay. Ich muss euch was gestehen. Ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt. Das war eine schlimme Beziehung. Ging alles toll los, doch dann liefen die Dinge ganz brutal aus dem Ruder. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Beziehung so kaputt wie manche Gebäude, die ich auf der Insel gesehen habe. Zeit, sie zu reparieren. Präsident, so, was haben wir denn hier? Ein Fisch kam mit einer Nachricht aus Rühe an. Es sieht so aus, als ob sie ein paar Dosen haben wollen. Die Fischmenschen von Rühle haben viele Bedürfnisse. Da ihre Stadt aber unter Wasser ist, kann man ihnen trockene Güter nur in Dosen schicken. Deshalb wollen sie etwas von unseren Konserven. Sie werden den Inhalt wegwerfen und die Dosen behalten. Als Gegenleistung bekommen wir ein paar ihrer intelligentesten Bürger, die Tropico helfen werden. Also, 3000 Konserven exportieren, das wird noch interessant. Die Prohibition hat begonnen. Zeit, den Markt mit illegal hergestelltem Alkohol zu überschwemmen. 20.000 Staatskasse minus 20 Alliierten mehr? Nee, vielleicht nicht. Auch wenn wir 10.000 brauchen könnten. Nee, das kriegen wir auch so hin. Präsidente, die Welt hat sich verändert. Ja, zwei unterschiedliche Industrien. Damit können wir planen. Wir können uns schon mal anschauen, was wir denn brauchen. Also wir wollen die Konservenfabrik bauen. Da brauchen wir aber erstmal Strom. Ja, das wird ja noch interessant. Vor allem, wo bleibt mein Dampfer? Da kommt er. Und vor allem, warum wird mein Rum nicht abgeholt? Da warten 2665 Rum-Abholungen. Hier warten 2665. Okay, Zucker haben wir schon wieder. Jetzt bitte noch hier. Dieses nächste Lied ist meinem Ex Reggie gewidmet, der mich verließ, weil er zur Armee ging. Denn dort wurde er, ich zitiere, besser behandelt. Dieser unglückliche Einkaufsbummel tut mir wirklich leid, Reggie. Wo auch immer du jetzt bist, wenigstens wirst du nicht von einem Alligator gebissen. Ja, das dauert wohl noch, bis die hier schaffen, den ganzen Rum abzuholen.
Und drum sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.